Jedes Jahr im Frühjahr findet hier an der Côte d'Azur eine der wichtigsten Automobilmessen der Welt statt. Die Topmax hat sich mittlerweile im Messekalender zum exklusivsten Event für Automobilfreunde entwickelt. Wir haben uns für Sie hier in Monaco umgeschaut. Das Fürstentum an der Côte d'Azur wird seit jeher mit exklusiven und sportlichen Autos in Verbindung gebracht. Das Straßenbild wird geprägt von den schönsten Karossen aus aller Welt, insbesondere während der jährlich stattfindenden Formel-1-Renntage und seit nunmehr 3 Jahren während der Luxusautomesse Topmax. Die berühmten Straßenzüge von Monaco werden dann auch für Testfahrten rund um den Formel-1-Stadtkurs genutzt. Das Grimaldi Forum bietet die Anlaufstelle für Tausende von Autoenthusiasten und gut betuchte Kaufinteressenten aus Europa und dem Rest der Welt. Unter der Schirmherrschaft von Fürst Albert von Monaco hat sich die Topmax innerhalb kürzester Zeit zu einem automobilen Medienereignis entwickelt. Während seines Eröffnungsrundgangs besuchte Fürst Albert einen Großteil der 46 Aussteller und erlebte einige der Europa- und sogar Weltpremieren live vor Ort. Well, you know, when you, grow up in a country that has such a strong... Wissen Sie, wenn Sie in einem Land aufwachsen, das eine so starke Beziehung zum Motorsport und zur Automobilwelt hat, dann ist es selbstverständlich, dass man sich für Automobile interessiert, so wie ich. Mittlerweile interessiere ich mich mehr für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und ich denke auch, dass so die Zukunft aussieht. Die Topmax ist eine wunderbare Messe und sie präsentiert wirklich die besten, neuesten Autos und wir sind sehr glücklich darüber, dass diese Show in Monaco stattfindet. Die Ausstellung bot auf überschaubarem Raum und in nur einer Messehalle das Feinste und Teuerste, was die Automobilindustrie zu bieten hat. Ergänzt wurde die Autoshow durch eine Ausstellung von Luxusgütern und Exponaten, die auch die Herzen von Nicht-Auto-Enthusiasten höher schlagen ließ. Auf der Topmark haben wir die schönsten und exklusivsten Autos gesehen. Aber wo es uns am besten gefallen hat, ist der Stand von Wiesmann. Und ich bin verabredet mit einem der beiden Firmengründer, Friedhelm Wiesmann. Herr Wiesmann, hallo. Sie haben hier nach Monaco Ihre neuen Modelle mitgebracht, darunter auch der Wiesmann GT. Was ist das für ein Auto? Was steckt unter der Haube? Unter der Haube steckt ein 4,8 Liter BMW V8 Motor mit 367 PS. Aber man muss natürlich berücksichtigen, dass das Auto insgesamt nur gut 1200 Kilo wiegt. Und dabei entfalten sich natürlich die 367 PS schon sehr fantastisch. Mhm. So, wir haben hier den 4,8 Liter V8 Motor von BMW. Das ist beeindruckend. Das ist so, wie ein Motor aussehen sollte. Ja, also wir sind natürlich ganz bewusst in dieser Version. Diese Technik bedeutet für den Kunden, dass er überall Service machen kann, dass er keine Probleme hat mit Wartungsarbeiten, irgendwas. Ja, jeder BMW-Händler auf der Welt findet sich sofort zurecht. Und die wesentlichen Elemente, also Motorgetriebe, Antriebsstrang, Bremsanlage und Elektronik, ist original BMW, sodass dieses Auto nicht wie manche andere Exoten von vornherein unlösbare Probleme schafft. Und es ist ganz, ganz easy ranzugehen. Man kann überall hinfahren, muss sich keine Sorgen machen. Das machen wir ganz bewusst. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal von den starken Motoren zu den schönen Kurven, dahin, wo alles angefangen hat, zum Wiesmann Roadster. Okay. Das Schöne an einem Wiesmann Roadster ist, dass kein Dach den Blick nach innen ins Interieur versperrt. Welche Möglichkeiten hat der Kunde, den Innenraum zu gestalten? Was kann er sich wünschen bei Ihnen? Wir nennen uns ja Manufaktur der Individualisten, das drückt ja schon aus. Alle Möglichkeiten hat der Kunde. Wir können über 400 verschiedene Ledersorten liefern. Er kann verschiedene Farben kombinieren, er kann die Nähte, die Keder absetzen, er kann mit Alcantara kombinieren. Es ist eine so große Vielfalt, dass es manchmal schon schwierig ist, für den Kunden sich zu entscheiden. Ich denke mal, auch das ist eine Besonderheit, die viele Kunden genießen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, hier in Monaco auf der Topmark. Friedhelm Wiesmann, danke für das Gespräch. Und wir schauen uns hier auf dem Messestand von Wiesmann noch ein wenig um. Die im deutschen Dülmen ansässige Automanufaktur Wiesmann zählt in Monaco bereits zu den traditionellen Ausstellern. Und sowohl der offene Roadster als auch das geschlossene Coupé begeistern immer wieder das Messepublikum. Die ausführliche Beratung und die begehrten Probefahrten durch die Innenstadt von Monaco brachten den Westfalen eine Welle der Sympathie und Begeisterung ein.
Das war unser Bericht über die Topmark 2006 in Monaco. Einen der schönsten Automobilevents, den wir je erlebt haben. Ich hoffe, unsere Bilder vermitteln diesen Eindruck. Bis zum nächsten Mal sage ich danke fürs Interesse und tschüss.